muss dann als nächstes ein hartes Spiel vor sich. Ach, ich glaube, ich habe noch etwas noch. Oh je. Noch was nicht aktualisiert, gerade auf der Homepage. Das muss ich jetzt gleich mal nachprüfen. Weil noch ein Ergebnis nicht eingetragen ist, obwohl Laia Finn ja eigentlich die Dings hat. Bin mal gespannt, wer heute gewinnt. Ich bin mal gespannt, wer heute komplett gewinnt. DBZK ist ja weiter. Und ja, es gibt noch Star gegen, warte, die Liste. Star gegen DRK und jetzt hier Zug des Todes Team 2 gegen 24 PD. Schauen wir mal. Jetzt geht es um den ersten Punkt oder um das nächste Unentschieden. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber leider, du kannst mal sagen, wenn die nächste auch unentschieden ist, wie dann die Wertung ist. Wie wir das dann werten. So, hier ist wieder die Aufstellung angesagt. Alles wird hier irgendwo irgendwie abgedeckt. Und Zug des Todes fahren hier sehr, sehr lastig auf diese Position hin, hier auf diese Position. Scharfschütze bleibt hinten, hat jetzt die Munition gewechselt, weil schießen konnte er eh noch nicht. So, Blackjack ist auf in sein Tiger 2. Jetzt mit Tiger 2, T34, Schnauze voll, jetzt gibt er T4 und 3, Tiger 2. T42, ne? Gut. So, IS-3 hinten ist offen, Super Batman ist auch offen. Das wird IS-3 gegen IS-3 jetzt versucht hier. Der Tiger zieht ab. Super Batman kriegt natürlich gleich erstmal einen Treffer kassiert. Boom, boom, lässt abprallen und fährt zurück. In der Mitte Tiri auch wieder mit der IS-3 hier. Nena wieder IS-6, die sind noch nicht offen. Das ist natürlich. Wenn man es von oben sieht, ist es einfacher. Also wenn ich jetzt hier im Panzer mit drin wäre, wäre das was anderes. Jetzt sind fast alle offen. Dussi ist natürlich relativ weit vorn hier. Aber das ist sehr gut. Wen haben wir denn hinten? Ah, Onkel Ditcher, schade. Onkel Ditcher ist jetzt offen. Das wäre sehr schön gewesen, wenn er jetzt hier hinten langfahren könnte. Da hätte er das Team von hinten noch etwas ärgern können. Aber man kann leider nicht immer alles haben, was man haben möchte. Schade, schade, schade. So, Batman hat nochmal zwei Treffer kassiert oder einen Treffer. Jedenfalls bleibt da nicht mehr viel übrig. So wird er jetzt von der Seite nochmal vom KV4 angegriffen. Kann nur einen Treffer noch wegkriegen. Jetzt verfährt er sich und das, ich glaube, jetzt war es das für die IS-3 hier. Ja, die IS-3 ist raus. Jetzt wird natürlich hier mit ABCA natürlich auf dem Clan-Gefecht. Da wird ABCA geschossen. Da gibt es keine normale Munition. Alles ABCA. Gib ihn, was das Silber hergibt. So, der KV4 ist raus. Schönes Fokusfeuer hier auf AKA drin im KV4. Die IS-3, Bum Bum 09, fährt jetzt hier vor. Weiß aber wahrscheinlich nicht, dass er jetzt gleich drei Läufe vor sich hat. Und das ist nicht so hört. Schönes Ding, schön gekettet hier. Das ist das Wichtigste: Ketten und Smooth. So, natürlich jetzt schade, dass sich der T32 gedreht hat. Denn jetzt kann Thierry von hinten nämlich drücken. Dussi auch schon extrem runtergeschossen. Dussi jetzt raus im Indienpanzer. IS-3 wird hier gehalten. So, jetzt haben wir das Problem. Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Jetzt müssen der Tico-2 und der Amix müssen jetzt den IS-3 rausnehmen. Der muss jetzt sofort raus. Da müssen die sich drehen. Von vorne kommen noch Nena in der IS-6 und Thierry in der IS-3 steht jetzt auch hier. Die können jetzt sofort in die Mangel nehmen. Drei Panzer gegen zwei Panzer von allen Seiten. Da ist keine Hilfe mehr da. Aber Nick kann sich hier noch retten. Versucht hier mit dem Amix wegzufahren. Der erste Hit. Er muss noch nachladen. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Die IS-3 ist schneller nachgeladen als. Ja, die dreht am Turm nach hinten, versucht noch den Tiger 2 noch zu treffen, weil die genau weiß, dass der Amix sie nicht rausnehmen kann. Sauber, sauber, sauber. So, der KV4 ist natürlich jetzt auch raus. Die JSOL hat das hier geklärt. Oh, hier hat aber Nick extremes Glück gehabt und holt noch Tiger raus im IS-3. Schönes Ding. Jetzt kann Nick nachladen, ganz in Ruhe, und versuchen, entweder Nena rauszuholen oder zur Unterstützung zu kommen, um den IS-3 hier rauszudrücken. Das wird nochmal extrem spannend. Wird aber verfolgt vom Centennial. Ah,
Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. So, Tiger 2 gibt leider mal einen Treffer auf die IS-6. Nick auf Platt ist jetzt leider raus. So, jetzt heißt es: drei Panzer gegen einen Tiger 2. Die IS-6, der Centennial und die IS-3. Ah. Holy moly. Das war natürlich hier sehr extremes Fokusfeuer. Sehr schön abgesprochen, dass hier wirklich die Leute dorthin gezogen werden, wo der Schaden gebraucht wird. Da müssen halt mal zwei Panzer weiterfahren, damit man einen kompletten Panzer leer kriegt. So, jetzt der Centennial raus. Schade, Onkel Ditcher verschießt leider. Centennial überlebt um Haaresbreite, kann den ersten Treffer versetzen. Schönes Ding, 200 Schaden. Das ist jetzt sehr ärgerlich, denn jeder HP wird jetzt hier gebraucht bei einer Unterzahl. Jetzt kommt die IS-3 noch raus. Kurzer Ditcher hier noch von den Zweien. So, der Centennial, ja, fährt wieder zurück, lässt sich zugehen. Letcho kommt raus. Ja, alle beide haben getroffen. Onkel Ditch hat natürlich 20 mehr Schaden gemacht. Puh. Junge. Ja, Onkel Ditcher kriegt gleich schon mal einen Treffer weg. Ich glaube, das war der erste Punkt. 4,24 BD. Ja, er ist jetzt leider raus. So, jetzt muss der Proto hier, oder Protection, oder Proto, wie es auch immer heißt, muss jetzt hier punkten. So, wenn du jetzt richtig ziehst, kannst du den Centennial rausholen. Ah, zu spät, zu spät. Jetzt wird es nämlich schön, schön umrundet. Das ist halt immer der Nachteil in Jäger. Das ist immer der Nachteil in Jäger. Jetzt, Junge. Jetzt kommt noch die S3 von hinten nach außen, gibt noch einen Rem. Du hast keine Chance mehr. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ah. No. Oh, Jana prallt ab. Schade. Schönes Spiel. Nena fährt den Schuss von Lecho und dadurch kann jetzt noch Scharfschütze noch einen Panzer rausholen. Wunderbar. Er kommt nur nicht mehr weg. Das Ding ist gelaufen. Außer es passiert jetzt wirklich noch zwei Abpraller. Nee. Das Ding ist gelaufen. 1-0 für 24 PD. Als nächstes kommt Ensk.